In diesem Video sehen wir uns an, wie eine Bilanz aufgebaut ist und funktioniert. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wie funktioniert nun eine Bilanz? Der grundlegende Aufbau einer Bilanz ist links mit der sogenannten aktiver Seite und rechts die Passivseite. Das entspricht dem grundlegenden Aufbau einer Bilanz. Auf der Aktivseite, also links, finden sich alle Vermögensgegenstände des Unternehmens. Dort werden Dinge aufgelistet wie beispielsweise Grundstücke, Büroausstattungen, Vorräte oder einfach auch das Kontoguthaben. Die genaue Gliederung dieser Werte schauen wir uns dann gleich an. Auf der rechten Seite der Bilanz, der Passiva, wird notiert, mit welchen Mitteln das Vermögen auf der Aktivseite finanziert wird, das sogenannte Kapital. Das kann eigenes Kapital sein, Rücklagen des Unternehmens, aber auch Kredite, Darlehen und sonstige Verbindlichkeiten, die das Unternehmen angesammelt hat. Die wichtigste Merkregel für den Aufbau einer Bilanz: die Aktiva und Passiva müssen immer gleich groß sein. Beide ergeben jeweils den Wert der Bilanzsumme. Kommen wir nun zum aktiven Bereich der Bilanz. Dazu ist einerseits das Anlagevermögen zu zählen. Darin werden alle Gegenstände zugeordnet, die für längere Zeit im Unternehmen bleiben und nicht verkauft werden sollen. Anders sieht es beim Umlaufvermögen aus. In diesem Bereich fallen Werte wie beispielsweise Vorräte. Das Umlaufvermögen hat die Eigenschaft, dass diese nicht dauerhaft im Unternehmen bleiben sollen, sondern relativ zügig verwendet werden. Vorräte werden für die Produktion genutzt bzw. verkauft. Sehen wir uns nun die Passivseite an. Ähnlich zur Gliederung in Anlage- und Umlaufvermögen wird auch der Aufbau der Passivseite einer Bilanz gestaltet. Dort findet sich im oberen Teil das Eigenkapital, im unteren das Fremdkapital. Das Eigenkapital kann durch Geldeinlagen oder Sachwerten aufgestockt werden bzw. eingebracht werden. Beim Fremdkapital, dazu kann beispielsweise bei einer Bank ein Darlehen oder ein Kredit aufgenommen werden und bekommt so auch Kapital. Vereinfacht kann gesagt werden, dass die jeweiligen Seiten Aktiv- und Passivseite auch so interpretiert werden können, dass die Passivseite stets die Vermögensquelle angibt und die Aktivseite die Vermögensverwendung. Zuletzt habe ich noch zwei Beispiele mitgebracht, wie eine Bilanz dargestellt werden kann. Einmal das Beispiel links in dieser klassischen aktiver-passiver Seite oder auch wie in Geschäftsberichten diese auf einer A4-Seite dargestellte Passivseite und auf einer weiteren Seite die Aktivseite. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis bald.